Herzlich willkommen zu einer neuen Woche und einem neuen Kochvideo mit mir. Ich bin die Melody vom Kanal Kochen mit Melody und wir machen heute einen super leckeren und super einfachen Kartoffelgratin zusammen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und auf geht's! Für den Kartoffelgratin brauchen wir 1 Kilo Kartoffeln, 100 Milliliter Sahne, Salz und Pfeffer, 200 Gramm Reibekäse, eine Knoblauchzehe und 50 Gramm Butter. Als erstes könnt ihr jetzt die Kartoffeln schälen und dann legt ihr sie einfach ins Wasser, damit die nicht schwarz werden. Anschließend nehmt ihr euch die Kartoffeln und schneidet sie einfach in dünne Scheiben. Also sie sollten nicht zu dünn sein, nicht zu dick, ungefähr diese Größe. Und dann könnt ihr die Scheiben wieder ins Wasser legen. Anschließend nehmt ihr euch die Knoblauchzehe, halbiert diese und dann könnt ihr eure Auflaufform damit einreiben, auch die Ränder der Auflaufform. Dann nehmt ihr die Butter, gebt diese in ein bisschen Zewa und dann könnt ihr die Auflaufform auch mit der Butter einreiben. Jetzt könnt ihr euch die Kartoffelscheiben nehmen, diese ein bisschen abtropfen lassen und dann einfach in die Form legen. Und ja, es kann ruhig zwei Schichten sein, Kartoffeln, das macht ihr so ganz nach Gefühl. Dann gebt ihr da Salz und Pfeffer drauf. Dann ein bisschen Käse und ein paar Butterflocken. Das Ganze machen wir jetzt nochmal. Einfach Kartoffeln, Salz und Pfeffer, Käse und wieder Butter. Das Ganze macht ihr, bis ihr ganz oben angekommen seid. Die oberste Schicht sollte nur Kartoffelscheiben sein, dann könnt ihr die Sahne darüber geben. Dann wieder salzen und pfeffern und auch hier wieder ein paar Butterstückchen und dann den restlichen Käse. Unser Kartoffelgratin kann jetzt in den Ofen und zwar bei 150 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr eine Stunde, vielleicht auch ein bisschen länger, kommt drauf an, was für einen Ofen ihr habt. Und nach einer Stunde ist der Kartoffelgratin fertig. Man kann den Kartoffelgratin auch super schneiden, hier fällt nichts auseinander. Und das Ganze gebe ich jetzt auf einen Teller und esse diesen mit ein bisschen Salat. So, meine Lieben, das war's wieder für diese Woche. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und hoffentlich sehen wir uns natürlich beim nächsten Video wieder. Tschüss!